Hallo Leute, heute auf dem Tisch habe ich für euch Unstable Unicorn. Das ist ein Kickstarter-Projekt, welches ich letztes Jahr im September unterstützt habe und vorgestern zugeschickt bekommen habe. Somit hatte ich jetzt zumindest schon mal die Chance, ein bisschen reinzuschauen. Das ist ein Spiel, welches wieder rundenbasiert ist, wo ihr Karten aufbauen müsst, sprich euer eigenes Deck aufbauen müsst. Und das Spiel ist dann gewonnen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl, je nach Spieleranzahl, an Einhörnern vor euch liegen habt. Des Weiteren gibt es noch Upgrade- und Downgrade-Karten. Und auch einige andere Einhörner haben zum Beispiel Spezialeffekte, die vielleicht einmalig oder ganz oft genutzt werden können. Die Upgrade- und Downgrade-Karten könnt ihr in euer oder in ein anderes Spielerfeld legen, wodurch ihr dann dementsprechend bei den Downgrade-Karten natürlich in anderen Feldern nochmal wieder negative Punkte beeinflusst. In dem Grundspiel sind 135 Karten, wovon ein paar Karten die Erklärkarten, ein paar Karten die Baby-Unicorns, also die Startkarten darstellen und der Rest sind halt dann die Spielkarten. Gibt es auch noch ein paar Erweiterungen. Derzeit habe ich 3 Stück gefunden, die jetzt schon so vertrieben werden, zumindest auf deren Internetseite selbst, wodurch es halt teilweise dann nochmal besondere Starterkarten gibt oder halt nochmal wieder andere Unicorns, wodurch das Spiel vielleicht größer wird oder man vielleicht auch einzelne Karten nur austauschen möchte. Mit bei dem Kickstarter-Projekt waren dann zum Beispiel noch 2 andere Starter-Sets, die halt Chaos sowie Control heißen. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich werde mal aber davon ausgehen, dass diese in nächster Zeit dann auch noch rauskommen. Also ich finde, das ist ein ganz witziges Spiel. Sollte man mal die Möglichkeit haben, kann man es ruhig mal spielen. Ich freue mich, dass ich es unterstützt habe, weil es ist nicht nur von der Spielidee her sehr gut, sondern es sind auch noch die Illustrationen auf den einzelnen Karten sind mit sehr viel Liebe gemacht, welche sich nicht nur in den Grundspielen durchsetzen, sondern halt auch noch wirklich für jede Erweiterung. Ja, ich hoffe, dass euch das Video soweit gefallen hat. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos.